Hier, ich geh mit hoch. Mein Gott. Oh Gott. Zählt Oetker, Doktor? Ich stell mir immer noch vor, wie... Ich stell mir gerade immer noch vor, wie einfach mal die dubiosen Bahnschienen anfangen, einfach mal zu fragen, ob sie Drogen kaufen. Mann. Während sie da gefesselt drauf. Ey, du! Ja, komm her. Hier, willst du Stoff kaufen? Hier, ich mach mal einen Mantel auf. Ja, ich bin nackt, das tut mir leid. Das hat man so an sich. Pass mal zwischen meine Schienen, ich muss mal finden. Pass mal zwischen. Okay, Videospiel mit O. Oh. Wie wär's mit Orphan oder. Ori's Mod? Oder sowas. Ori's Mod. Oder Orphan 2. Ja, sag ich ja, Orphan oder Orphan 2, kann man ja ruhig mal. Da ist mir ein Buchstabe verloren gegangen, mein Gott, passiert ja mal. Ist Orion Spiel? Es gibt, glaube ich, wirklich ein Oreo-Spiel, aber ich bin mir nicht sicher. Echt jetzt? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Also es gibt ein Spiel, das heißt Orion, so wie Sexmann, ne? Oreo. Ja, meine ich. Orion, meine ich, das ist so ein Dino-Spiel. Das gab's auch bei Alter 4, du müsstest das ja nicht kennen. Oh, das sagt mir jetzt gerade nichts. Grüße gehen raus an Alter 4 Games. Ja. Tim mit Doppel-M, wir lieben Alter dich. Alter 4, das krieg ich hin. Warte. Mach mal ein neues Video. Alter 4 Games, Alter 4 Games. Wir sind immer da, wo so richtig schlechte Spiele sind. Achso, okay. Videospiel mit O. Was jeder in den Urlaub mitnimmt. Gott. Mit O? Obama. Boah, jetzt fang ich schon wie die Assis an, ey. Immer diese Assis. Immer dieser Glut mit Dreamers. Aus Dreamers. Hast du was gegen Streamer? Gegen was? Gegen Streamer? Hast du was gegen Streamer? Ja. Die diese Streifen in die Fenster machen? Gerade die. Streaming. Das sind doch die Streifen am Fenster. Okay. Immer diese schlechte Werbung, ey. Was jeder in Urlaub mit... Oh, verdammt. Was jeder in Urlaub mitnimmt mit O. Ich hab schon einen. Ja, ich versuche mal bei dir rüber zu schauen. Ach, fuck. Da müsste ich ein bisschen weiter laufen. Das kann dauern. Das dauert vielleicht so 30 Minuten, dann bin ich da. Könnte natürlich auch losfahren. Hä? Nein, du fährst nicht zu mir. Nein? Nein. Nein? Nein, leck mich im Arsch. Niemand Nein. will dich hier haben. Nein? Du stinkst nach Fisch und Erbsen. Nein? Ja, tust du. Sollte man immer davon Nein? Gründe, um die Polizei zu rufen. Nein? VG, da muss ich die ganze Zeit an GV denken. Also Geschlechtsverkehr, das klingt okay. So schwer. Wie viele Wochen ein Spiel mit O ein? Oh mein Gott, du wirst mich umbringen, aber ist mir egal. Das ist definitiv nicht einvernehmlich. Okay, ich bin fertig. Ja, ich noch nicht. Ich bin noch bei dem flotten Werbespruch der Kirche und dann habe ich noch die Gerichte und Zutat. Die Dinge, die man. Und Videospiel habe ich noch. Ja, ich habe ein bisschen mehr. Ja, ich habe flotte Werbespruch, Gerichte, Dinge, die man zu VW mitnimmt und Videospiel. Vier Stück noch. Vielleicht nehme ich noch. Ah, ich habe kein Videospiel, sehe ich gerade. Oh Mann. Das ist jetzt schlecht.
Also ich dürfte jetzt nicht Ocarina of Time nehmen, ne? Nee. Nee, da, logischerweise darfst du. Nee, darfst du nicht, weil es halt mit Zelda anfängt. Ja, ja, genau. Stimmt. Und sonst hätte ich aber auch schon den Arkham Knight nehmen können und so weiter. Ja, stimmt. Gott, und ihr habt ein Videospiel mit O? Nein. Ja. Wobei, nein, das kann ich jetzt eigentlich verwerfen, weil ich wollte, hab nämlich Oblivion genommen, aber es heißt ja eigentlich The Elder Scrolls Oblivion. Genau. Ja. Oder TS ja. Oblivion. Aber wenn ich den Oma-Simulator nehme, das gilt schon. Gibt es nicht. Nee, der gibt es nicht. Guck's nach. Ernsthaft? Nee, ich guck jetzt nicht nach. Oma-Simulator? Wenn es jetzt wirklich gibt, dann ist es gibt echt einen auf iTunes. iTunes? Also im App Store, ja. iTunes ist doch eine virtuelle. Ja, also, ja, ich sag doch App Store. Sag mal, googelst du deine Antworten? Nein, aber ich also, hab grad nach Oma-Simulator geguckt. Okay. Nee, als würde ich die Antworten googeln. Nein, nur das jetzt gerade, weil ich echt wissen wollte, was da rein. Stricken-Oma-Simulator. Virtueller Oma-Familie-Simulator. Stricken-Oma. Also, ich finde keinen Oma-Simulator. Was? Charlie, du hast wirklich ein Spiel mit O? Jetzt nicht mehr. So, hast du denn auch den Oma-Simulator gehabt? Nein, wie gesagt, ich hatte Oblivion. Ach ja, stimmt, oh ja. Ich bin mir sicher, dass es... Wenn ich Ops, Call of Duty Black schreibe? Nein. Ach Mann. Ihr fragt am besten, wenn nicht, wo ich die her habe. Das wäre nicht gut. Ah ja, das ist gut. Ach Gott, ey. Ah, ich bin mir sicher, dass ich da eins kenne, aber ich... Oh, wir sind beide so behindert, ne? Oh mein Gott. Charlie, wir sind dumm. Wahrscheinlich, wenn ich das gleich bei dir sehe, dann ja. Sag ich auch gleich, dass ich... Du wirst dich total ärgern, ohne Scheiß. Ich wusste nämlich, ich kenne eins, es fiel mir gerade ein. Oh, das nervt mich gerade wirklich. Ich bin jetzt immer noch bei den Gerichten plus unpassende Zutaten. Wir sind gerade bei 4 und 5. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon eine Folge, die fast... Noch Omelette? Ja, nee, das kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Danke dafür. Doch, das kannst du nehmen, weil ich das nicht genommen habe. Ja, dann nimmt es wahrscheinlich Iron, ja. Was? Ich hab gar nicht zugehört. Das hört er doch schon. Ja, der hört das so oder so nicht zu. Ja, nimm Omelette. Ich hab's nicht genommen. Dann hast du zumindest nur ein Gericht und die Zutaten kannst du ja eben dann ausdenken. Oder kannst du auch Urlaub als Zutat nehmen. Aber ich nehme noch was anderes bei, was jeder in den Urlaub macht. Oh, das ist so mitnimmt. Fies eigentlich. Ja. Ah, das, was ich jetzt habe, ist so oder so passend. Ich habe keinen Schimmer, was ich daneben kann im Videospiel. Okay, ich bin fertig. Nein. Dinge, die man mit zum Vorgespräch gespielt. Ohne Scheiß habe ich das Allerbeste. Oh wow, ich habe meinen Werbespruch für die Kirche noch gar nicht fertig. Verdammt! Echt nicht? Mhm. Also wenn euch mit Ohren nicht einfällt, dann schreibt da irgendwo Oblivion und Ocarina of Time. Also, das ist auch scheiße. Ja, dann, also nur für diese Runde jetzt. Dann haben wir das. Weil O ist ja echt schwer. Also, ich hab ein Videospiel. So ist das nicht jetzt. Echt? Ja. Nämlich Ortel 2, weißt du? Was Nein. hast du genommen? Ortel 2. Ortel 2, ja, das kenne ich. Das ist doch das mit der örtlichen Betäubung, oder nicht? Ich habe jetzt einfach die Ocarina of Time genommen. So. Aber ich bin noch nicht fertig. Verdammt. Ja, wahrscheinlich richtig ausrasten. Sobald das Ding fertig ist, kommen die ganzen Namen auf einmal auf mich reingeprescht. So, fertig. Okay, ja, dann kannst du auch aufhören. Ich bin auch fertig. Ach, Oddworld, ja, okay. Jetzt gerade ein und da haben wir noch bei Dero.
Oh Mann. Ey. One Piece, was? Natürlich. Ich hab die beiden Spiele auf der PlayStation, aber One Piece ist falsch geschrieben. Fuck off, ey. Ja, da wäre ich aber auch nicht drauf gekommen. Mann, ich hab die beiden Spiele. Hab ich auf der PlayStation 4. Ich glaub, das hab ich. Ja, okay. Videospiel. Outworld, One Piece, Pirate Warriors und Ocarina of Time. Mann, ich hab die Weg, ein Date zu ruinieren. Onkel Harry Harry mitbringen, welcher ihren Teller im Restaurant werft. Und Haare auf dem Spülenteller ist. Ah, okay. Ja, das kann natürlich auch sein. Obama-Poster penetrieren. Ja, würde ich niemals machen mit dem Obama. Oder auch onanieren während des Dates. Ich dachte, das wäre normal. Ich dachte das auch, also das mache ich sonst immer. Ach, deswegen rennen sie mal alle weg. Ach, ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, okay. Hätte ich vorher mal gewusst. So, was hier den Urlaub mitnimmt. Örtliche Betäubung. Was? Örtliche Betäubung mit dem Urlaub? Ja, na klar. Nimmst du denn die Arzt mit oder nimmst du die Spritze mit oder wie sieht's aus? Ich nehme die Spritze plus schon betäubte Backe mit. Weil es ist ja eine örtliche Betäubung, das heißt, du musst die ja vor Ort machen. Aber wenn du im Urlaub bist, dann musst du die ja im Urlaub machen. Ja, ganz genau. Okay. Jetzt, wo du es hast, ja. Okay, eine Oboe. Ich weiß nicht, was du da unten mit einer Oboe willst, da wo du hin willst. Eine Musik machen. Okay. Weiß ich mich, was ich mir auch frage, ne? Warum sollte man überhaupt Oboes mitnehmen? Für die Freunde. Brauchst du doch eher selber. Freundin? Wie viele Freundinnen hast du denn? Man muss immer auf alles vorbereitet sein, okay, gut, dass du gut, irgendwie gut. So Viech da auf einmal... So, Liam, lies mal die Gründe. Gründe, um die Polizei zu rufen. Ossis campen in meinem Pool. Vergewaltigt dein Kloster. Ja. Orientalischer Gesangsverein nebenan. Oh. Wieso, nur weil er da ist oder weil die da singen? Ja, weil es einfach schrecklich klingt, bin ich ganz ehrlich. Es klingt wirklich schrecklich. Ja, wenn du singst, klingt das auch nicht schön, aber da ruft er auch nicht. Wenn du wüsstest. Obwohl er immer die Autoanlagen an Alarmanlagen an, muss man ja sagen, aber. Die Polizei war schon des Öfteren hier und hat gefragt, ob hier jemand am Sterben ist. Was? Ehrlich, okay, ja, gut. Gehört. Gutes ja. Internet. Ja. Also die Polizei war schon des Öfteren hier, um zu fragen, ob hier jemand am Sterben ist. Achso, ob du stirbst. Ja, ja, okay, gut. Dann machen wir weiter. Wer will jetzt okay, dran? Lauter Werbespruch für die Kirche. Oblaten für alle. Danach bei mir in die Falle. Kannst dich schon mal entkleiden, Digga. Natürlich sagt er der Kirche, Digga. Ja, es ist so eine hippe, moderne Kirche, weißt du? Okay. Ja, das ist die gleiche Kirche mit dem Fresh, weißt du? So. Orthodoxe Orthopäden gibt es hier nicht, aber dafür nicht. Was? Okay. Und Obdachlose bekommen Suppen, die ihnen ihre Reise zum Herrn erleichtern. Wie werden die da umgebracht, oder was? Henkhausmahlzeit. Das ist der schlimmste Priester. Oh. Ihr könnt doch was lesen, was ihr wollt. Also, für mich ist das ganz nett, die bekommende Suppe. Ja, also, ich sag dazu nur, wir lesen nur, was da steht. Ja, aber die bekommende Suppe, die haben dann vollen Magen und dann ist es für die halt leichter, wenn sie dann draußen irgendwie den Kelch oder sowas wenn passieren, sie, dann haben sie es leichter. Wenn du sie umbringen willst, willst du damit sagen. Du bist der Glitzerpriester. Wir wissen es alle. Gut, die Gerichte und unpassende Zutaten. Da muss ich erwähnen, ihr habt beide Obstsalat. Kann man das so gelten lassen? Ja, aber es sind ja verschiedene Zutaten. Gut, Gerichte plus unpassende Zutaten. Obstsalat und Giftbildabfälle. Also ich muss sagen, das schmeckt echt geil. Ich weiß nicht, was da unpassend ist. Ja, es schmeckt zwar gut, aber hinterher bist du tot. Man kann, wie sagt man immer, man kann alles essen. Manches aber auch nur einmal. Ja. So, ja. Dann hätten wir noch die Ochsenschwanzsuppe und rostige Nägel. Ach komm, erzähl mir nichts. Das ist ein Gericht aus der Eifel, Alter. Das ist rostige Nägel, ist da wie rosten. Keine Ahnung. Ja. So, dann hätten wir noch mal einen Obstsalat und Opas Hüftprotein. Also, wie gesagt, frag nicht, wo ich die her hab. Okay, die ist echt unpassend. Das ist ein Familienrezept. Die ist wirklich unpassend. Okay, Dinge, die man mit so einem Vorgestellungsgespräch nennt. Ominöse Bahnschienen. Na, eigentlich wenn, dann dubiose, aber wir, ne? Ja, aber mal genau. Ominös ist eigentlich passend. Also, ich würde sagen, der Begriff ist doch die von der Bedeutung her ist das sehr ähnlich. Ochsenpimmel? Warum auch immer? Onkel Rainer, der labert immer. Ja, Onkel Rainer, der labert immer so viel. Genau. Aber deswegen kommt der mit, oder was? Nee. Ja, der labert ihn dann im Ohr ab, ne? Und dann kann er sich gar nicht mehr auf das Vorstellungsgespräch an sich konzentrieren, du hast dann bessere Chancen. Weil dann einfach so, der will einfach die Onkel Rainer loswerden. Ja, okay, reicht's. Ich will das gar nicht wissen. Ist gut.
Das geht dann am Ende nur wieder um Pissen bei dir. Vielleicht. Okay, weiter geht's. Namen für Bösewichte ausgedacht. Da hätten wir Otto Hartwig, auch genannt Oldenburger Kartoffeldöner. Hast du den Kartoffeldöner hier in Oldenburg schon mal gegessen? Nee, aber ich wollte es mal. Tatsächlich hab ich das auch noch nicht. Der ist verdammt geil. Ich hab das in Galileo gesehen. Selbst gegessen. Aber man muss auch erstmal drauf kommen, ne? Wie bescheuert ist es überhaupt, Döner aus Kartoffeln zu machen? Das ist erstmal die Frage. Aber warum ist er denn ein Bösewicht? So, dann hätten wir, ne? Der ja, weil, nein, das ist einfach nur sein Name. Für den, so heißt er. Ist ja nicht so, schreibt er nicht, was er macht. Ja, aber da steht ein Name für Bösewicht und warum. Aber Octodad ist nicht ausgedacht. Nee, Octodad ist nicht haben ausgedacht. Haben wir da etwa ein wenig geklaut? Octodad kenne ich auch. Der ist nicht ausgedacht. Aber mein Vater hat halt so 4 und 8 und 6 und Tentakel-Hentai und... Dann ist er real. Lass mal Ruhe. Olaf, der Schreckliche, die gibt's wahrscheinlich auch schon. Das könnte ich mir sehr, sehr sogar vorstellen, also... Ja, aber den... Aber hier, Otto Hartwig, Oldenburger Kartoffeldöner, den gibt's doch nicht. Ja, den, doch, den Oldenburger Kartoffeldöner, den gibt's... Nicht mit Otto Hartwig davor, nein. Otto Hartwig? Ja, google doch Otto Hartwig, komm mal, Oldenburger Kartoffeldöner. Ja, was findest du denn mal? Na, Olaf der Schreckliche ist ein Buch. Ja, also gibt's dort Olaf der Schreckliche. Ja. Okay, dann belassen wir es so einfach mal dabei. Ja, bitte. Nee, wenn, dann ist es ja eigentlich fair, wenn so beide rausfliegen. Alle drei eigentlich, aber ist ja, ich nicht. Ja. What the fuck? Wie war das denn jetzt? Der hat die beiden Seiten schon. Ach, Dennis hat bestätigt. Ah, okay. Ja, ist doch egal. So, Videospiel mit D. DTA darf auch, wahrscheinlich. Darf ich da auch eine Kaffeemaschine nehmen? Educho, was? Educho war doch für die Dusche, oder nicht? Oder duscht das? Ich will jetzt das Videospiel mit D, was ich im Kopf habe, nicht nehmen, weil ich glaube, dass Dennis das schon hat. Videospiel? Ja, ein Videospiel mit D. Könnte das dann sein? Irgendwas, das sein mit Data wahrscheinlich. Ich hab auch noch keinen. Auf jeden Fall müsstest du, also Liam, du müsstest definitiv ein Videospiel mit D haben. Das hast du letztes Mal, glaube ich, so oft Echt? Was für ein Videospiel mit der habe ich denn letzter gespielt? Nicht Saints Row, nicht Binding of Isaac, nicht. Also, du warst. Nicht mal Rambo. Du warst von dem Spiel sehr begeistert. Du hast es, soweit ich weiß, kostenlos bekommen. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall das Wort X mit drin. Ach so, ja, oh Gott. Ja. Ja, das ist wirklich ein geiles Spiel. Also eine geile Spielerei. Aber nein, ich nehme das aber nicht. Nehmen. Ich hab das auch nicht. Ich nehm's. Du weißt doch gar nicht, was gemeint ist, oder? Deus Ex habe ich doch gesagt. Ah, okay. Na ja, gut. Ja, ich nehm's auch nicht. Ich hab ein vollkommen anderes. Deus Ex. Was war denn das noch? Human Revolution. Nee, gar nicht. Human Revolution. Mankind Divided. Ich kann nur die Zeit zurück mitnehmen. Ganz ehrlich. Da geht's nicht. Dennis randaliert bei Liam. Zu der Roma. Seine Knochen, ja. Sie kommt schon gar nicht mehr so auf mich zu. Ihr habt doch schon extra so Selbstschussanlagen, extra nur für Dennis. Gründe und die Polizei zu rufen. Richter. Gott, hab ich ein Gericht mit D? Was? Weiter geht's nicht. Ah, ich hab ein Videospiel, schön.
Aber Gericht mit D? Das ist sehr interessante Musik, Iron Nerd, die du da hörst. Interessant schlecht. Nein, im Grunde. Weil du die ausgesucht hast, ist sie schlecht. Ich hab sie nicht ausgesucht. Echt nicht? Die läuft per Zufall. Ja. Achso. Aber ganz ehrlich, da ich gerade Vollbildschirm habe, weiß ich selber nicht, wie das Lied heißt. Das Lied? Das kann ich dir auch wohl sagen. Perfect, Rose Tinted. Ja, genau, Rose Tinted. Von Perfect. Präfekt steht da. Ah, Präfekt. Gerichte und unpassende Zutat. Ah, ja. Ich bin. Scheiße. Ich hab so verdammt wenig. Ihr werdet verstehen, wie ihr es liest. Mach ich nur fertig. Tut mir leid, die letzten drei muss ich einfach zusammen in Verbindung bringen. Ich möchte auch nirgendwo jetzt Dennis hinschreiben, das ist so einfallslos. Ich hab tatsächlich. Also ich hab das ich hab Dennis geschrieben. Ich nicht. Ich versuche das gerade zu vermeiden. Ich habe es einmal geschrieben und das hat mir gereicht. Aber ich habe noch einen Namen mehr. Sehen. Okay, einmal benutze ich's. Mein Bösewicht oder was? Du Wichser. Du warst doch schon ganz unten, ne? Das war ja nicht schwer zu erraten. Wo war ich denn ganz unten? Ich bin ja immer noch gerade hier bei, was hier den Urlaub mitnimmt, Gründe, um die Polizei zu rufen. Dinge, die man zum Forschungsgespräch mitnimmt und Damen für Bösewicht. Was brauchst du wieder lang, ey? Ja, ich muss halt überlegen und ich quatsch gerade wie zum Blöd. Ja, okay. Du überlegst mal weiter, wir quatschen hier nur, weil ich bin fertig. Ja gut, dann quatsch dir mal, ich überlege. Na, wie war dein Tag? Wie war heute dein Fisting? Ja, mein Fisting ist immer gut. Ja, mein Fisting war eigentlich ganz in Ordnung. So ein paar Trainingsvideos, weißt du, und dann hier und da mal ein bisschen. Achso. Wie weitet man das Arschloch richtig? Was? Statt Body Shaper, ne, mach ich. Da fällt mir gerade diese Animation ja, ein. Ja, hoch, ja. Also. Jetzt, ja, gut. Ja. Ja, okay, ich verstehe. Ich glaube, dass YouTube-Kacke uns nicht gut getan hat. Nein. Das ist absolut nicht. Wenn ihr mal ein paar lustige Videos sehen wollt, dann googelt mal nach Galileo oder Peters Kotstube. Ja, so, googelt einfach nach YouTube-Kacke und Body Shaper. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Oder wenn ihr gute Kanäle sehen wollt, dann schaut doch mal zum Beispiel bei den Sprays zu. Was? Ja, Best Rocks. Los, Chuck, mach endlich dein Ding da fertig. Wir wollen hier endlich mal dicht machen. Das ist so schade, ne? Meine Lieblings-YouTube-Kanäle von früher, die gibt's heutzutage. Ah, also was wie Apple Wall Pictures oder Mirrors. Ja, die haben aufgehört. Apple Wall Pictures haben aufgehört. Ja, da gibt's halt so viele gute, ne? Ich mein, ja, da fällt mir ein, gut, White Hitty mochte ich damals, aber das auch ganz zu Anfang. Ich muss euch gleich mal einen Link schicken. App Crime war früher auch gut, sind sie heute auch nicht mehr. Ja. Nein, ich möchte den Link von Zelda nicht haben. Nee, einen anderen Link will ich euch schicken. Bitte, bitte so. keine Fisting-Bilder mehr. Ein schwarzer Link, okay. Müssen wir ständig übergeben. Ja, ich weiß, wir hängen zu langsam schon zum Hals heraus. Das mit der Faust. Ja, die Faust hängt mir zum Hals heraus, genau. Ja, dann fang mal an. So, ich bin fertig. Ja, gut, endlich. Oh, Dragon Age ist gut. Ja, also. Ja, das ist das Einzige, was mir einfiel. Dann fang mal an. Wer möchte? Ach, viel Videospiel. Dragon Age Inquisition, Dragon Quest und Demolution. Demolution, Lucian Derby. Kenn ich irgendwo her. Demolition.
Demolition Derby kenne ich. Demolition? Kenn ich aus das PlayStation. Das wird aber auch noch umgeschrieben dran. Ja. Ich weiß nicht, wie. Deswegen habe ich mal gewundert. Ich weiß nicht genau, wie das geschrieben wird. Weg an Deltorin, ja, nicht schlimm. Ihr wisst schon, okay. Das ist auch Ewigkeit, ne? Ey, ihr wisst schon, was muss man da noch groß machen? Ihr kennt den. Ja, den will keiner kennen. So! Es ist nicht so witzig für alle, die zuschauen, aber für die, die den kennen, die wissen schon. So, Weg ein Date zu ruinieren. Dirk mitnehmen, ihr wisst schon, ja. Das Abfall mit Chloroform betäuben und sehr lieben. Hm? Was nicht vorne ein Date, das ist schon Opfer. Also ja. Irgendwas. Oh, scheiße, erst diese dubiosen Bahnschienen, jetzt das. Also, bei ihm ist schon etwas sehr krank im Kopf, ja. Und Dreckschlampe ist kein guter Kosename. Hey, Dreckschlampe, was geht? Wobei, manche finden es natürlich toll. So, was jeder in den Urlaub. Oh mein Gott, ich hab. Was war Dornbusche, hab ich nie geschrieben. Was jeder in den Urlaub mitnimmt. Dornenbusche, okay. Hab ich, und scheiße, das hab ich nicht geschrieben. Duftball und Dildo-Munitionsgurt, ernsthaft. Ja, was stimmt da oben nicht bei dir? Das frage ich mich bei dir genauso, und bei dem anderen auch. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich habe nicht Dornbusche geschrieben. Sag mal, Dennis, kann es sein, dass... Das ist jetzt kein Witz. Ja, okay, aber lassen wir das so. Dennis, kann es sein, dass bei dir die Drecksnachbarn, also deine Nachbarn gerade dir ein bisschen auf den Sack gehen? Ein kleines bisschen. Grün, um die Polizei zu rufen. Dennis steht bei mir vor der Haustür. Ja, würde ich auch gerne stehen. Draußen geht die Welt unter? Ja, nicht das erste Mal. Und Drecksnachbarn. Ja, wenn draußen die Welt untergeht, dann kann die Polizei auch nicht mehr viel dran machen. Und diese Drecksnachbarn, das ist ein guter Grund. Rufst du die Polizei, weil die Geld untergeht? Wenn nicht, vielleicht die Armee oder sowas. Vielleicht. Nein, die Polizei. Plan, aber. Die sind näher dran. Na ja, gut. Ja, macht okay, Sinn. Dann. Diesen Lokal. Dann machen wir mal weiter mit dem flotten Werbespruch für Kirche. Dreier oder Geier, wir machen aus allem eine Feier. Der Priester liebt euch, vertraut mir. Und Dennis ist dein Herr und Hirte, und er wird dich auf den rechten Pfad weisen. Aber nicht auf den linken, oder? Ja, das weiß ich nicht. Okay. Okay. So. Ist in Ordnung. Ja, okay. Das soll jetzt mal gesagt werden. So. Gericht und umfassende Zutaten. Okay. Gericht und umfassende Zutaten. Dorsch, gedünstet. Plus dicke Dralle Dip. Dralle dicke Dinger. Okay. Was ist Dralle? Dampfnudeln plus Daumen von Kindern. Mm. Und Donut mit Eigencreme-Füllung. Mm. Okay. Ja, was ich damit direkt. Fragen? Was wolltest du fragen? Was sind Drall? Was soll Drall sein? Füllt. Dralle dicke Dinger. Ja, so aufgebläht, könnte man sagen. Drall, ja. Ich glaube, das heißt doch Prall. Ja. Nee, Dralle ist aber auch ein Wort dafür. Ja, gut, machen wir einfach weiter. Okay, Dinge, die man zum Vorstellungsgespräch mitnimmt. Charlie ist dran. Ein Deo-Roller, falls der potenzielle Arbeitgeber stinkt oder schwitzt. Ist schon öfters vorgekommen, also tatsächlich. Was? Ganz ehrlich, ich bin einfach ein aufmerksamer Mensch und ich denke, auch wenn die das nicht wollen, das ist mir scheißegal. Dann nehmen wir mal die dressierten Äpfel noch dazu. Ich roll die so sehr voll, bis die nicht mehr kann. Interessiert. Echt? Beim Vorstellungsgespräch macht einen guten Eindruck. Ja, und dann noch Donuts. Ja, mit Eigencreme-Füllung, ne? Das kommt drauf an, wenn du dich beim Zirkus bewirbst. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Ja. So, Namen für Bösewichte, der nächste bitte. Domien Domina. Drago der Rebell. Drago der Rebell. Gibt's aber schon. Drago. Nein, gibt's nicht. Doch, den gibt's schon. Nein, gibt's nicht. Ja. Den gibt's wirklich schon. Wo gibt's den bitte? Cold Mirror? Die hat sich den schon ausgedacht. Ja, wow. Die hat sich den schon ausgedacht. Ja. Also gibt's diesen Drago der Rebell schon. Aber es ist außerdem gab es das auch in der. Außerdem war das so in der Yam geschrieben. So. Und Donut, Damian, du und dein Donut. Ja. Ja, der ist doch böse. Damian? Keine Ahnung, wer Damian ist, aber das ist mir egal. Damian ist auch noch. Gott, das wird immer schlimmer. Ja. Aber der ist halt böse wegen Donut mit eigener Cremefüllung und das bringt er dann halt immer mit zu den Forschungsgesprächen. Deswegen ist er böse. Was? Wieso kriegen jetzt die dressierten Affen und die Donuts? Nur aus Spaß. Ja, ihr habt hab ich genau geblickert. Hast du genau geblickert, Digga? Achso, was? Sure. Digga, mach mich nicht. Der gibt Jelle, Alter. Und gib doch, du Sau. Gib doch. Ja. Haha, wir sind beide auf dem ersten Platz so gesehen. Ja, unentschieden, aber ich hab die goldene Trophäe gesehen. Eigentlich voll dumm, weil wir beide das ja haben. Ich müsste Charlie die. Ja, aber die konnten sich keinen weiteren goldenen PNG leisten, also.
Also jetzt kein, ja, dann schneiden wir den Mösch durch, das ist das Problem. Nee, ich will den ganzen haben. Denkst du, ich hab die Hälfte? Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, was du willst. Hier geht's nicht um dich. Hier geht's um mich. Ja, mich! Ja, natürlich, ist mein Kanal. Mich! Raus! Raus! Raus aus Deutschland! Raus! Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss! Tschüss!